schreibt er dann? Ah, da ist er. Moment. Ah, da ist er. Moment. Ah, da ist er. Moment. Okay, bei mir ist gestartet. Läuft alles. Bei mir lädt es gerade noch kurz. So und zack. Okay. Noch den Video-Webcam. Bisschen kleiner. Lol, ich kann den Kassierer töten. So, was du jetzt noch machen kannst, wenn du auf Escape drückst, Ja. rechts siehst du so sechs farbliche Punkte. Klick mal auf den lilanen. Dann siehst du jetzt auch Okay. den Namen über mir und die Entfernung zu mir. Alles klar. Hoppala. Kupferaxt, okay. Ich habe ja letztens schon gesehen, dass du mal angefangen hast, Terraria zu streamen, mal probieren. Ja, ich habe das irgendwie nicht ganz verstanden. Ich weiß, dass man da Sachen aufbaut. Aber irgendwie Also du hau ich wählst gerade die... Holz ab. Klappt Genau. das? Du wählst die Axt auf... Ab, die... Boah, ich kann nicht mehr reden. Du wählst die Axt aus und hältst dann auf den Baum gedrückt. Am besten beim untersten Block. Und dann Alles klar. baust du den ab. Hi Black Beast King, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Schon mal an, uns hier ein kleines Haus zu bauen. Für den Fall, wenn es dann dunkel wird. Mit der Spitzhacke baust du eigentlich alles andere ab, außer Bäume. Okay. Du baust jetzt ein Haus, okay. Ja, damit wir nachts etwas haben, wo wir sicher sind. Moonstorm der Fürsorgliche. Ich werde vom pinken Kaugummi angegriffen. Ja, als erstes müssen wir dann natürlich schauen, dass wir bessere Waffen bekommen, damit wir uns besser gegen die Schleime und so wehren können. Weil mit den Waffen, die wir jetzt aktuell haben, ist das gar nicht so leicht. Mit den Stichwaffen. So, schauen wir schnell ab von dem. Gibt's eine Tür? Muss man erst bauen, ne? Wahrscheinlich. Ah, warte, ich komm rein. Oh. Hi Christoph, wie geht's dir? Du kannst Steuerung drücken, dann hast du den... Was denn? Steuerung, dann hast du sowas wie eine... wie ein Autozielsystem für die Spitzhacke. Dass du dann in eine Richtung schaust, wenn du die Spitzhacke in der Hand hast, und dann baut er da automatisch ab. Ja. Dass du nicht mit der Maus extra auf den Block drauf musst. Ah, direkt ein Pinky hier. Ja, der geht ja einen auf den Sack, hey. Ein Stück Kaugummi da. Black, freut mich, dass es dir gut geht. Was machst du? Mir geht's auch gut, danke. Guck mal, der Moonstorm geht richtig ab hier. Zack, zack, zack. Mir geht's auch gut, auch wenn keiner gefragt hat. Ja, ich spiele mit Moonstorm LP, hier Terraria. Der bringt mir das bei. Ich spiele es jetzt zum. Ja, gut. Zum zweiten Mal, aber. Oh. Sehr gut. Ah, perfekt. Wie kannst du Leben aufladen? Geht Das das heilt sich automatisch? automatisch, aber wir können auch Pilze essen oder Tränke finden, die uns heilen. Ah. Hier zum Hi Beispiel, der kannst du Rufus essen. und hi Paradox. Ah! Wenn ich das schon weiß, komm ein wenig. Aber oh, wie süß. Danke, Herr Snipe. Dankeschön. 5 3D-Küsse.
Wie süß. Ein bisschen Holz hast du ja dabei. Das hast du ja eben aufgesammelt. Das da links, was ich dorthin gebaut habe, ist eine Werkbank. Wenn du dich daneben stellst und Escape drückst, da hast du links an der Seite die Sachen, die du bauen kannst. Ah. Holzwandtür. Ach, ich kann sogar Möbel bauen. Ja, das habe ich bei dir eben in dem Video gesehen. Das ist richtig goldig. Genau, in jedem Raum setzen wir uns so einen Tisch und einen Stuhl rein, damit die NPCs, wie hier der Guide, der da rumläuft, da einziehen können. Dann können auch Händler hier einziehen, die uns Sachen verkaufen. Das ist toll. Soll ich einen Stuhl bauen? Ja, bau mal so 3 Tische, 3 Stühle, wenn du genug dafür hast. Dankeschön, Mr. Snipe. Ich habe Terraria so ja schon ein bisschen gespielt. Ich habe ein komplettes Let's Play bis jetzt auf dem Kanal und das zweite läuft gerade. Und wo kommen die ganzen Blöcke her? Das war ich. Entschuldigung. Und bei Steam habe ich jetzt aktuell bei Terraria über 500 Stunden. Du Heilige. Du Heilige. Ja, ich habe gehört, wie du abgegangen bist, wo das Spiel da... Das Update, das neue. Hi Lykos, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Der Black Beast freut sich, dass es uns gut geht. Das uns hat er extra dick geschrieben. Gut. Okay, schon mal lauter. Ein bisschen Licht hier rein. Und jetzt Lykos? Ist er jetzt lauter? Der meint, wer ist der leise? Ja, warte, da muss ich selber nochmal schauen, weil bei mir sieht das auch ein bisschen anders aus. Ich habe letztens mit Bandicam aufgenommen und das hat mein Mikro komplett umgeändert. Ich schau mal kurz. Bandicam, ja, ganz mies. Weil bei Bandicam, da bin ich mit 30% so laut, wie ich bei OBS mit 80% bin. Test, Test, hallo? Besser? Jetzt? Jetzt auf jeden Fall, ja. Oder? Sehr gut. Lykos? So. Ich komme Holz sammeln, hey. So, Licht habe ich schon mal gemacht. Hast du schon Stühle und Tische gebaut? Nee, ich wollte gerade bauen. Ich habe gedacht, ich habe zu wenig Holz. Ich muss nochmal auf Escape. Und unten links. Stühle. Ah! Okay, jetzt habe ich es gesehen. Ich glaube, jetzt weiß ich, wie es geht. Warte. Hä? Hat das gebaut? Ah! Ja, steht nur ein bisschen komisch. Die sind so ausgerichtet, wie du gerade hinguckst. In die Richtung zeigen die. Lol, da sitze ich. Sag ja, das ist. Soll ich mich hinsetzen? Hey, geh mal da runter. Ah, okay, warte. Ist ja eine Katastrophe mit mir. Geh weg von mir, ich will nicht mit dir reden. Hi, Erwan, hi, Alex. Ich lasse dich laufen, mir juckt in den Fingern. Zocke auch mal was. Ja, viel Spaß, mach das. Ich kenne das. ich komme dich retten. Mit Geräusche. Das ist eine Eule. Die sind auch neu durch das letzte Update. Terraria ist schon ein schönes Spiel. Zählt auf jeden Fall zu meinen Lieblingsspielen. Vor allem, weil es auch meiner Meinung nach deutlich mehr bietet wie Minecraft. Also
Statt dass wir uns einfach nur Schwerter machen, können wir uns auch später Maschinengewehre und Zauberstäbe machen und so. Und dann können wir damit kämpfen. So, was als erstes jetzt so der Fall ist. Wir müssen mal deine Stühle andersrum hindrehen. Ja, ich hab's irgendwie nicht hinbekommen. Hast du noch einen Tisch gemacht? Nein. Dann baue ich mal schnell noch einen. Also, sobald die Tür aufgeht, können die reinkommen? Ja, aber die können die Tür selber nicht aufmachen, außer wenn Blutmond ist. Warum bist du jetzt in der Erde drin? Ich würde nämlich sagen, wir werden jetzt als allererstes mal hier nach unten gehen. Ah ja, damit schon, wir... Soll ich hier nebenan runterbauen? Nee, komm ruhig hier bei mir mit rein. Okay. Hier kannst du ja einmal Steuerung drücken und dann unten die Maus unter dir gedrückt halten. Dann visiert er automatisch die beiden Blöcke unter dir an und baut die ab. Okay, ja, ich spiele so mit der Maus und halt mit dem Controller. Ja, okay, bei der Controllersteuerung weiß ich nicht Bescheid. Schauen jetzt erstmal, ob wir gleich eine Höhle oder so etwas finden. Hi Matze, das ist Moonstorm LP, den habe ich unter dem Video verlinkt. Hallo. Streamst du auf Twitch oder auf YouTube? Ich streame gerade auf meinem Twitch-Kanal. Oh. So, das hier rechts ist Eisen, das können wir schon mal gebrauchen, damit machen wir uns bessere Ausrüstung. Du hast das Licht ausgemacht. Entschuldigung. Okay. Scheiße. So, ich hole mal hier das noch. Silber. Minecraft hast du doch bestimmt schon mal gespielt, oder? Nee, noch nie. Echt nicht? Nein. Tatsächlich noch nie, das hat mich irgendwie nie gereizt. Weil Minecraft ist so etwas, bei dem ich denke, das hat eigentlich jeder Mensch schon einmal gespielt. Nee, das irgendwie noch nicht. Na gut, dann kann ich auch keine Minecraft-Vergleiche hier ziehen, um dir so ein paar Sachen zu erklären. Ich hab mal Gameplays gesehen, aber auch jetzt nicht so intensiv. Auf jeden Fall, was wir jetzt machen, sind Rohstoffe sammeln, bessere Erz, damit wir uns Rüstung und stärkere Schwerter und Spitzhacken machen. Und dann fangen wir an, Bosse zu bekämpfen. Oh. Wenn du Escape drückst, wenn du so Schleime getötet hast und Holz hast, dann kannst du dir Fackeln machen. Damit du immer mal Licht hast. Herstellen. Zack. Das ist hergestellt. Ah ja. Kann ich das bauen? Tut mir leid, Leute, ich jetzt nicht so auf den Chat achte. Aber. So, da unten scheint eine Höhle zu sein. Hier rechts geht's auch weiter. Das ist immer am besten, wenn man so eine Höhle hat. Kann man interessante Sachen finden.
muss auch mal kurz auf meinen Chat schauen, aber da ist nichts los. Ich bekomme bald endlich meinen zweiten Bildschirm, da muss ich nicht jedes Mal raustappen, um den Chat zu sehen. Oh, das ist ja wirklich mies. Hast du schon bestellt, oder? Ja, genauso wie neuer Schreibtisch und... Oh, volle Ausrüstung, volle Ausstattung. Mehrverstecker, Kabelstationen, ich habe alles Mögliche gemacht. Also, ich habe auf Amazon jetzt eine Bestellung von 1350 Euro aufgegeben. Holla die Waldfee, holla die Waldfee. Auch ein Stuhl? Nee, für den Stuhl hat es noch nicht gereicht. Mein Stuhl ist total kaputt, er ist total schief. Hat der noch lebt? Ah. Okay. Sei es, ich bin total inkompetent. Ja, ist halt noch quasi das erste Mal bei Terraria. Am Anfang ist niemand perfekt. Am Anfang ist immer schwer. Ah, okay. Looten, ja. Hi, Frogi. Wie geht's dir? Ach, das ist ein Spiel, da würde er sterben dran. Dein Resi-Video fand ich sehr gut, toll. Ich danke dir, Black, das freut mich. Ja, da muss ich auch eigentlich mal weiterspielen. Aber die Angst ist so groß. ja. Nee. Apropos Resident Evil, bei Resident Evil, das... Ups, oh, ich sehe nichts. Bei Resident Evil speichert man ja sein Spiel an so einer Schreibmaschine. Ich habe mir jetzt genau so eine Schreibmaschine wie von Resident Evil als Tastatur gekauft. Hä? Okay. Muss mal ein Foto zeigen. Hm. Oh nein, ich gehe... Ich weiß nicht, wo ich bin. Irgendwo tief unten. Was habe ich dir zum Mikrofon gesagt? Ja, hi Black Wolf, ich habe das doch so gedreht jetzt. Hallo? 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 Ja, also so. Ich hab's noch nicht komplett umgedreht, aber... Ich red schon, ne? Was mach ich hier? Mein Schwert! Klumpen Kaugummi. Okay. Gehen wir nach rechts. Das zweite Teil hast du schon gespielt, Black. Schau mal hier Licht. Bestimmt die Krise so innerlich. Hä? Was? Du bekommst bestimmt so voll die Krise so innerlich. Oh, so. Ach, klar, geht schon. Wann spielst du nochmal mit dem einen Kumpel mit der Brille? Das weiß ich noch nicht. Erstmal warten, bis der neue Schreibtisch da ist, weil mit dem alten ist das ein bisschen schwer gewesen. Zack. Hi, Swabian. Uff. Das muss nach oben zeigen. Und auf der einen Seite vom Mic muss so ein Zeichen sein. Da muss er reinsprechen, weil es nur von einer Seite gut aufnimmt.
Ja, das sag ich, da bin ich. Ich hab das, nur halt total verkehrt herum. Ich muss, Weil ich muss... Okay, ich mach das, glaube ich, nachher. Ich war, auch bis jetzt eben nicht mehr am Computer. Danke, Black Wolf. Dankeschön. Nein, geh weg von mir. Geh weg von mir. Hey, kurze Info für dich. Steig auf Twitch mal für ein paar Monate um, zu schauen, wie es dort ist. Ja, aber habe ich auch eigentlich vor. Oh ne, geh weg von mir. Ne, da kann ich mal. Ich geh weg. Komm hier drauf. Bleib da unten. Ha! Der erste Teil war Premium, da gab es Passagen, da war selbst mir mulmig, aber der zweite Teil muss noch gegönnt werden. Okay, stream auf beide Plattformen. Oder stream auf beide Plattformen. Das wäre natürlich auch eine Idee. Mal da, mal da. Ah, du. Ja. Oh. Finden nicht wirklich viele Rohstoffe aktuell. Juhu. Steinblock. Viel Spaß, Black Wolf. Tschüss. Schön, dass du da warst. Ja, Plague, der erste Teil war wirklich gut. Also ich kenne auch nur den ersten Teil. Wovon denn? The Evil Within. Ah ja. Aber ich habe den auch nicht durchgespielt. Ich mochte den zweiten Teil auch, auch wenn da deutliche Unterschiede zum ersten waren vom Feeling her. Okay, welchen Teil fandest du besser? Ich würde sagen, der erste, aber ich fand den sehr anstrengend. Vom Gameplay her fand ich den sehr kompliziert und aufreibend. Dass die Gegner auch nicht immer tot geblieben sind und dass es... Der zweite, der war angenehmer zu spielen. Aber von der Story mochte ich den ersten mehr. Und ich mochte im zweiten Teil das Dark Souls Easter Egg. Okay, das Spiel ist mir völlig... Beziehungsweise hab das auch noch nicht gespielt. Wenn ich auf die Flamme haue, hebe ich das dann auf oder zerstöre ich das nur? Du sammelst das auf, die Fackel. Ah, okay. Ich dachte die ganze Zeit, ich zerstöre das die ganze Zeit. Aber Evil ist ein Spiel, was sehr nicht kann. Ja, Black, da hast du völlig recht. Der Soundeffekt macht schon viel aus. Klaue deine Fackeln. Oh. Hey, irgendwas ist da hier. Zack. Plague, hast du schon Resident Evil gespielt?
Oh nee. Ah, da ist irgendwas. Kupfer! Oh, Kupfer, Kupfer. Hi, Amatarius, danke schön. Wie süß. Welchen Teil? Den siebten Teil. Sitze nämlich bei Resident Evil 7 fest, wo die ganzen Slime-Monster dann durch das Haus laufen und ich habe nicht mal eine Kugel, also null Munition. Seitdem habe ich das nicht mehr weitergespielt. Kupfer, Kupfer. Ist noch ein kleines bisschen Eisen. Na gut, dann weiter runter. Da sehe ich Eisen. Schade, kann ich durch die Wand hauen. Oh ja. Wurde es getötet. 3 Silber. Oh, ich auch. Oh. Ach so, sind die ganzen Ressourcen jetzt weg? Ne, die haben wir noch. Nur das Geld haben wir verloren, das wir gesammelt haben. Mal schauen. Ich baue erstmal einen Ofen. Oh. Was kann ich denn bauen? Netz, Seil. Was ist ein Amethyst Gemkorn? Das ist, um einen Baum zu pflanzen, einen Edelsteinbaum. Okay, wofür ist das? Ah, Vatarius, was ist los? Danke. Hi, Gartenarsche. Ich würde sagen, ich habe ihn angezockt, aber war echt enttäuscht. Du warst enttäuscht? Wie geht denn das? Da war doch... Also ich fand den heftig. Amatarius, du bist süß. Danke. Schauen wir uns mal die Oberfläche ein bisschen an, ob wir da noch was Interessantes finden. Geht gerne auf den Link unter dem Video und abonniert Moonstorm. Ich habe leider nur seinen YouTube-Kanal verlinkt. Ich habe vergessen, seinen Twitch-Account zu verlinken. Aber ich denke, bei ihm auf der Seite, wenn ihr ihn abonniert, da wäre doch irgendwo sein Twitch-Account bzw. sein Link dazu. Allerspätestens unter irgendeinem Video in der Videobeschreibung. Genau. Da habe ich immer Twitch und Discord verlinkt. Hi Melnik, wie geht's dir? Was für Tinder? Nee, nee. Die Schmuddelseide, die Schmuddel.
Hier haben wir aber jetzt jede Menge Eisen. Ah, oh ne. Warte, wie ist das mal? Ja, mir geht's auch gut. Wie war dein Tag so, Melnik? Nee. Jetzt kommen die drei Klumpen hier rein. Gehen wir mal hier oben weiter. Ja. Grüner Schleim. Ja, Frogi. du hast erkannt. Du hast erkannt, mein Freund. Nee, Spaß. Sag nicht, das greift uns auch noch an. Ja, jo. Der Geier. Zieh ab, du Lump. Der hält sogar ziemlich viel aus. Ja, schmeckt's halt. Und hier ist der nächste. Nur drei Schaden. Gesundheit. Okay, das ist gar nicht gut hier. Zu dunkel. Ah. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Nein, die kommen hier rein. Die kommen hier rein. Wir sind an einem sehr schlechten Ort. Okay, ja, das war scheiße. Ja, das war bestimmt der Weinkeller hier, ne? Mhm. Tut mir leid. Okay, rechts ist auf jeden Fall gefährlich. Gucken wir lieber links. Ja. Gehen wir nach links. Aber ich muss es schergern. Ach cool, das mit den Kusspunkten funktioniert ja. Eine Truhe? Ja, das sind hin und wieder ein paar Sachen drin. Ein paar Tränke habe ich jetzt gefunden. Die können wir ganz gut gebrauchen. Hä? Was hat er denn jetzt? Mitnehmen. Moment. Oder anders gesagt, Prinz Harry hat sich die Pfeife raus. Naja. Sagt mir morgens mein Spiegel was anderes. Da, da, da. Nee, Spaß. Ah! Eine Bücherei. Oh, hier gibt's bestimmt ein paar Schätze. Nur würde ich sie den Pumuckl nicht nehmen. Ach so, jetzt weiß ich. Melnik, jetzt weiß ich, wie du meinst. Hier, das ist für dich. Band der Wiederherstellung. Das kannst du, wenn du Escape drückst, ja? Rechts in dieser grünen Leiste bei den unteren Reihen packen. Da, wo dieser silberne Punkt noch dabei ist. Ja. Da kannst du es reinmachen, dann heilt sich dein Leben etwas schneller. Ah, diesen Ring. Ah! Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich. So. Hoppala. Zack. Danke, Beast, okay. Du bist Bodyguard. Du bist Bodyguard.
Aber unbezahlt, ne? So, und das hier ist auch für dich. Wenn hast du mir das, jetzt schon was gegeben? Ja, magischer Spiegel. Wenn du das benutzt, dann teleportierst du dich nach Hause. Ah. Danke. Hä? Nein! Ja, genau so in etwa. Da war ja sowas von klar, dass das jetzt passiert. Oh, wie doof, Junge. Ich komme einfach nach. Nee, warte da, ich komme gerade wieder zurück. Okay. Ich wollte es nur ausrüsten dann. Hi, Barka. TGNS. Der Mannequin. Arbeite im Sicherheitsbereich. Solange du ein paar Energy kaltstellst und wir uns ein bisschen unterhalten, mache ich das unentgeltlich. Das glaube ich dir sogar. Nur leider habe ich einmal im Jahr Energy Drinks zu Hause. Da gönne ich mir mal ein Monster, das war's leider. Du musst Max einkaufen gehen, ne? Ja. Ach, da bist du, okay. Hier runter? Nee, Moment. Waren ja links, waren wir. Hier, die kann ich dir mal geben, die kannst du mal direkt benutzen. Ja. Die erhöhen dein maximales Leben, dass du mehr aushältst. Muss das auch rechts ausrüsten? Nee, einfach mit Linksklick benutzen. Also mit, keine Ahnung, wie es auf der Tasse, wie es auf dem Controller ist. Das war das Falsche. Du hast die abgeworfen, die liegen vor dir. Wie benutzt ihr auf der auf der Tastatur? Linke Maustaste. Die Dinger auswählen und dann linke Maustaste irgendwo auf dem Bildschirm. Ah! Okay. Wirf mal deine Rohstoffe ab, die du gesammelt hast. Das ganze Eisen und so. Ups. Hab ich abgeworfen? War's richtig? Ja. Das ist falsch. Jetzt baust du das dahin. Da. Das ganze Eisen und so etwas, das du noch hast. Dann kann ich mal schauen, dass ich uns daraus bessere Ausrüstung mache. Brauchst du Holz? Ah, okay. Ich hab's. Ich hab's hier rüber geschmissen. Okay, ich glaube, das war's. War alles. Mhm. Hi Gaming, wie geht's dir? Oha, für mehr Sicherheit brauchst du mehr Monster Energy. Wie war euer Tag so? So voll geiles Wetter. Lol, da fliegt ein Auge. Ja moin. So, hier hast du ein besseres Schwert. Muss ich das ausrüsten? Ja. Ja. Arsch. Okay, perfekt. Dankeschön. Ah. Ja, das sieht schon gut aus. Nee, Kongstrong. Kongstrong kenne ich gar nicht. Ah, wie man ein Schwert mal aus hier.
Ah, Kätzchen, ich muss dir was beichten. Oje, jetzt kommt's. Oje. Oje. Eine Tür. Oh, schnell den Kopf versammeln und schnell wieder rein. Und tschüss. Hast du mir irgendwas zugeworfen gerade? Heiltränke. Heiltränke, ah. Ah, ich seh's. Kongstrong ist die Hausmarke von Lidl. Okay. Schau, wenn es schmeckt. Muss ich mal ausprobieren. Mal kusch mal vom Monster, das gelbe Whipper. Moonstone, welches trinkst du gerne? Welches Energy? Effekt. Hm? Effekt trinke ich. Ah, das kenn ich auch noch. Beim Rewe gibt's sie, glaube ich. Na, Kaufland. So. Schön das ganze Eisen mitnehmen. Oh ne, da kommt wieder so ein roter Flummi. Geh weg. Oh. Ich helfe dir. Hol mein Schwert. Und dann klau ich dir das Geld ohne. Zack. Lol, ach wie süß, das ist sogar ein Grabstein. Grabstein wurde so, wurde brutal seziert. Das ist ja goldig. Hi Soulworker, Sushi. Sushi Man, hi. Konnichiwa. Nee, aber zu den Beichen, habe mal ein bisschen auf. Wie passt mein. Wie hast du mein Profil gefunden, hä? Weil, ich hab da einen komplett anderen Namen. Was ist da drin? Okay, nein. Naja, ich bin nicht Energy Drink Fan. Ich trinke lieber Kaffee. So, einen schönen starken Espresso. Ich trinke lieber Tee. Tee? Ja, Tee ist auch gut. Hm. I know über Mario. Ah, Mieze, steck mal die Hände ein paar Sekunden nach oben wieder. Warum stehst du auf Axel? Oh, geilen Achselhaare. Spaß, Junge. Bah. Hä? Warum? Was ist denn da? Der hat da irgendwas. Du hast ja irgendwas im Sinne, du. Du schlimmer Finger. Was ist denn das? Moonstorm sah dabei zu, wie die eigene Eingeweide herausquollen vom Flauerschleim. Oh, das ist ja so süß hier, das Spiel.
Ah! Das schießt ja das Scheißding. Warum verliere ich denn jetzt Leben? Da ist irgendwo eine Druckplatte. Auf die du gelaufen bist. Ah, Gift. Okay, okay. Kommt wieder was angeflogen. Kätzchen, an spielst Fortnite. Ich spiele das relativ selten, zurzeit fast gar nicht. Aber wenn du, man kann das gerne mal zusammenspielen, ansonsten spiele ich das eigentlich nie. Schade, das Teil ging nicht weit runter. Ja, auf jeden Fall. Da wäre ich direkt gesperrt worden. Nee, nee, da achte ich schon drauf. Nee, das wäre nicht so gut. Bleib da oben, du. Schleimi. Ab wie viel Eisen kann man eine Rüstung bauen? Einiges braucht man. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel. Ich glaube 25 für den. Habe ich mich erschrocken. Oh, da war eine Sprengfalle. Oh Gott. Oh, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Da ist mir kurz mein Herz stehen geblieben. Ja, Herr Snipe, ne? Schlimmer Finger, ich sag's ja. Nee, nee, das muss ja nicht sein, ne? Da rechts ist so ein Baumeister. Okay, der will angreifen. Das sind mehrere. Alles klar. Ich finde das falsch, unterall. Der macht ja nur Spaß. Dankeschön. Ich denke, der macht nur Spaß. Oh! Die Schleimmutter! Die Schleimmutter, Junge! Guck mal, guck mal. Hinter weg von mir. Guck mal, da kommt immer näher. Haha, da kommt immer hoch. Lass mich wenigstens Getränk holen. Oh, das gibt's doch nicht. Die Schleimmutter greifen schon. So wäre dort nichts. Ach, da unten ist. Da läuft das Skelettmännchen rum. Guck mal da unten. Hart, ey. Ein gutes oder ein böses? Skelett. Ich kann das nicht erkennen. Das ist, wenn ich Licht anmache neben denen. Wenn es, sieht auf jeden Fall nicht freundlich aus, sag ich mal so. Wenn es einen Hut und einen Rucksack trägt, dann ist es ein Händler. Okay, ist kein Händler. Wurde es von einer Höhlenfledermaus erschlagen. Ich habe gelesen, bald auch auf Twitch. Wann ist dieses bald? Ja, ich habe schon da alles eingestellt. Ich wollte damit Just Chatting beginnen. Wann weiß ich noch nicht genau. So, bist wieder da unten. Ich glaube, du bist ein bisschen. Hast du die Falle da hingebaut? Was für eine Falle? Da im Haus, da geht's da so tief runter. Das ist doch das Loch, wo wir uns runtergegraben haben. Ja, da ist es so ein Stein, so ein spitzer Stein. Da bin ich genau reingefallen, war tot. Kann auch sein, dass du einfach nur an Fallschaden gestorben bist, weil da stand, du bist in den Tod gestürzt. Oh. Okay. Tschüss, Froggy. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Wo bist denn du? Bist du links in der Höhle drin? Ja. Okay.
Ich bin wieder da, wo ich eben weggesprengt wurde. Oh. Dann komm ich mal. Hi, old baby manly, scientist. Oh, Junge, ich muss eng klären. Schön, dass du hierher gefunden hast. Ja, schieß mich einfach ab. Lambda. Mal ein bisschen Feuer herstellen. Herstellen. Hat denn dein Mikrofon gekostet? Sieht professionell aus. Das ist von Ona. Das hat so. Also neu hat das 70 gekostet. Ich habe das für 50, 55 gekauft. Ah. Weißt du, welches Mikro du genau hast? Da müsste ich nachschauen, weil ich kenne mich da null aus. Ich weiß nur, dass es von Ona ist. Weil von der Marke habe ich mein Mikro auch und das hat auch 70 gekostet. Oh. Könnte vielleicht sogar dasselbe sein. Ich glaube 900S oder so heißt das. Oh Gott, bei mir weiß ich das gar nicht mehr. Die ganzen Slime-Monster nerven einen, gell? Ach du Scheiße. Nein, ich laufe jetzt einfach durch. Da habe ich doch gar keine Chance. Nein! Holla. Ah, schön, dass du Terraria spielst. Danke. Ja, ist ein Monster ums Einfall. Der hat mir das Spiel empfohlen. Ja. Wer ist Flora? Flora. Oh. Moonstorm, mein Mann hat gerade nachgeschaut. Wir haben denselben Mikro. Der ist direkt nach schon gegangen. So, ich muss gerade den anderen Schwert noch hier hoch tun. So. So. Warte, ich bin hier oben. Ja, ich hab's gerade gesehen, Gott sei Dank. Alleine, das ist schlimm da ohne. Oh, das ist eh billig um die Euro. Wer ist Flora? Ja. Flora aus Goonie World. Muss ich gleich mal googeln, ich kenne das nicht. Hast du noch Eisen und so aufgesammelt? Platinerz, Moment. Nee.
Wie gebe ich denn das jetzt? Wie gibt man das nochmal mit der Tastatur? Rechte Maustaste dann irgendwo im Bildschirm. Also quasi aus dem Inventar mit Linksklick nehmen und dann außerhalb von deinem Inventar Rechtsklick. Okay. Ah, okay. Nein. Das war wieder Linksklick. So, hier hast du einen Bogen. Oh, danke. Wir werden jetzt nämlich den ersten Boss bekämpfen. Oh, wunderbar. So. So, dann komm mal hoch aufs Dach. Wie bist du da hochgekommen? Links aus der Tür raus. Tür bauen. Achso. Und dann kannst du da eigentlich hochspringen. Nein. Das war nicht die Tür. Ich hab zu oft den blöden Knopf gedreht. Oh Mann. Genau, einfach da oben drauf. Wei, wei. Hast du Pfeile? Wenn du dein Inventar öffnest, da rechts diese kleineren Felder, die 8 Stück. In der rechten Reihe, da sind Pfeile drin. Ich guck grad nach. Wo nochmal? Das Inventar und rechts am Inventar, das sind Münzen und Munition. Sind diese kleineren Felder. Ach rechts so. Bei Munition, da sind Pfeile. Ich sehe jetzt hier keine. Ach, da 4 Pfeile habe ich. Okay, warte, dann werfe ich dir hier die noch ab. Ah, jetzt sehe ich es. Okay, danke. Okay. Nimm deinen Bogen in der Hand. Ich weiß nicht, wie man mit einem Controller damit zielt. Mit der Maus ist halt einfach mit dem Pfeil auf den Gegner und dann schießen, dann fliegt der Pfeil dahin. Ich werde jetzt nämlich den Boss beschwören. Ach, dann tut man direkt beschwören. Okay. Ja, warte, hier, das kannst du dir mal anziehen, die Rüstung. Die kommt rechts in das Grüne rein, da in das Zweite direkt. Ja, Moment. Ah, okay. Gut. Ja. Bosse können nämlich immer nur nachts bekämpft werden und da es gerade Nacht ist. Bist du bereit? Ja. Da kommt er. Oh! Oh, lecker mio, der hat ja Leben. Da musst du mit dem Schwert weiter versuchen zu kämpfen, an den Rand zu kommen und zuschlagen. Ich habe auch nicht mehr viele Pfeile. Mit H kannst du dich heilen. Ich weiß nicht, wie es auf dem Controller ist. Okay. Dann benutze nämlich einen Heiltrank. Scheiße! Okay, jetzt wird's schwer. Wenn ich jetzt sterbe, bevor du wieder da bist, dann verschwindet der Boss nämlich. 2, 1.
Wir hätten vielleicht noch ein paar Pfeile machen sollen. Ja. Zweite Phase. Oh, der hat sogar Phasen, hat den Shit. Ja, Soul Worker, das stimmt auf jeden Fall. Okay, ich habe nochmal schnell ein paar Pfeile gemacht gerade. Gut, zwei Masken anhab. War da noch grün? Fast haben wir ihn. Ciao, Black. Tut mir leid, ich kann nicht so gerade auf den Chat achten. 2, 1. Geschafft. Das Auge von Cthulhu wurde besiegt. Das Auge von Cthulhu? Okay. Huhu, Reinhold! Hallo! Das war der erste Boss. Wie viele Bosse gibt es insgesamt? Mal nachrechnen. Mehr als 15 auf jeden Fall. Oh. Ich glaube, so fast 20. So. Hauptkätzchen wurde vernichtet von Auge von Cthulhu. Das halte ich für ein Gerücht. Hauptkätzchen wurde massakriert von Auge von Cthulhu. Über die ganzen Grabsteine. Hauptkätzchen wurde aufgespießt von Dina von Cthulhu. Ja, der Dina von Cthulhu auf jeden Fall. So, du musst jetzt ein paar Sachen aufgesammelt haben. Dämoniterz oder so etwas. Oder Purpurtanerz? Ne, Dämoniterz, glaube ich. Das kannst du mir mal abwerfen. Verderbte Saat. Verderbte Saat. Ja. Genau. Das können wir mal schauen, ob wir da jetzt... Kleber. Kriegst du alles geschenkt. Ja. Binnennetz, Seil, Bücher, ich habe ein Bücherregal dabei. Ist das brauchbar? Kannst du irgendwo als Deko aufstellen. Ah ja. Wir können ja mal einen von den Grabsteinen hier kaputt machen. Dann müsste ein Geist kommen. Okay. Eigentlich. Manchmal. Hier mit der Spitzhacke. Da rechts. Ach so. Ach, da unten. Ist ja süß. Das Problem ist, wenn zu viele Grabsteine an einem Ort sind, dann verändert sich die Region zum Friedhof und dann spawnen hier stärkere Gegner. Deswegen stelle ich immer die Grabsteine irgendwo hin, wo sie nicht im Weg sind. Okay. Den Oma ist auch noch kaputt. Machen nun gepflegten Dachs. Liebes Gruß, Gruß an Tisch, bis demnächst. Tschüss, Black. Schön, dass du da warst. Wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. Ein Glühwürmchen. So, ich
Schmetterling, Schmetterling. So. So, neue Ausrüstung. Hier ist ein Helm für dich. Der kommt auch rechts in die grüne Leiste. Hm? Eine Tagesblume. Dein Schwert kannst du mir mal geben, dann bekommst du hier ein besseres Schwert. Ja. Oh, hier. Das sieht ja gut aus. Ja. Voll ausgerüstet jetzt. Ja, Metterling. Metterling! Okay. So, was steht als nächstes an? Eigentlich noch mehr Sachen finden. Unterirdisch. Okay. Noch mehr Eisen und sowas. So. Oder wir können auch mal hier hochgehen. Mal hier rüber und mal schauen, was hier oben noch alles ist. So, du Butterblom. Butterfly. Ich will mal Schiffe versenken. Ja, viel Spaß. Meinst du World of, wie heißt das? World of Warship? Dann viel Spaß. Ich lasse dir ein Seil runter. Ah, cool. Soll ich hier unten weiter buddeln? Nee, komm hier rüber. Okay. Komm, super Schwert in Einsatz. Zack. Morgen auch wieder mit dabei, 20.30 Uhr zum Horrormontag. Ich? Wo meinst du, Reinhold? Meinst du bei dir, Reinhold? Welches Spiel streamst du denn? Horror ist immer gut. Das war so schnell. Schwach und schlecht. Ja, immerhin. Jetzt gehen wir hier in das Nest von den Ameisenlöwen. Das ist ja schon wie eine Ente. Ist das eine Ente? Kann sein, dass hier irgendwo eine Ente ist. Ich weiß noch nicht, was für Monster hier lauern. Oh, ich habe nur zwei Fackeln. Ameisen auf jeden Fall. Diese wabbernden Dinger dort, das sind... Ah ja, da kommen die raus, wenn man die... Wenn man dazu nahe kommt. Ich wurde überrollt. Ich dachte, das wäre ein runder Kaktus. Das sah aus wie irgendwie so ein Kaktus.
Waren sie auch, aber sie waren halt rund und dann rollen die. Toll. Naja, warum nicht? Riese 7 in VR. Ja. Muss ich auf jeden Fall aufschreiben. Ich glaube, in VR das ist aber nur auf der Konsole, oder? Ich glaube, das spielt auf PlayStation 4. Gibt's das nicht am Computer? Nee, ich wollte das eigentlich auch schon in VR spielen, aber auf dem Computer gab es das nicht, nur PS4. Oh, schade. Schmetterling. Nicht mehr. Madeline. Das Kätzchen beim Rasenmähen. Ja. Ja. Ich muss morgen schon wieder auf die Arbeit. Oder? Nee, Morgen morgen ist war eigentlich Feiertag, ein stimmt. Feiertag. Ja, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank, dann erst übermorgen. Ja, das ist die schönste Erkenntnis. Oh, ich hab doch frei. Ja. Das sieht schon düsterer hier aus. Ich glaube. Ja. Ich sehe die schon. Obwohl, die gehen ja noch. Ah, es sind so viele. Seelenfresser, ich hab keine Seele. Bist bei mir falsch, mein Freund. Nein. Die sehen aus wie vom Spore. Jetzt aber. Hier rein oder? Ja, hier rüber. Okay. Eisschleim. Reinhold, please. Ne? Jo, auf PS4. Ja. Was? Lol. Ich komm mit Luftballons. Ach, warum? Ich bin mit der rechten Hand an der Maus und mit der linken Hand an dem Controller. Das ist sowas von dämlich irgendwie. Aber es geht. Ja, und dann, um das Ganze noch zu ergänzen, brauchst du noch so Gaspedale am PC. Ja, das wäre optimal. Dann steuerst du mit allem gleichzeitig. IDK Gaming. DKMJ Gaming, wie geht's hier? Ja, klar, ich werde von Pusteblumen angegriffen.
Jetzt aber, hey. Ja, es sind ganz böse Pusteblumen. Ich hab denen noch nie vertraut. Ja, du wirst von Pusteblumen angegriffen. Jetzt weißt du, wie sich Leute mit Heuschnupfen immer fühlen. Ja. Denen geht das ganz genauso. Die sehen eine Pusteblume und bekommen Schaden. Und Grashüpfer, lol. Like ist am Start. Dankeschön, Reinhold. Dankeschön. Oh, ich bin so müde. Ja, ich auch irgendwie. Ich bin auch schon seit, was weiß ich, wann wach. Machen wir schon mal Mittagsschlaf. Wochenende. Oh, was liegt da? Keine Ahnung. Alles gut, danke und selbst. Ja, freut mich. Bei mir auch soweit. Und wie war euer Tag? Was habt ihr heute gemengt? Hui. Oh. Da ist eine Kiste. Hi Stan, you man. Hallo. Alles klar bei dir? Hi, Panzerkampfwagen-Tier. Panzergranate geladen. Ja, so muss das, ne? So muss das. Truhe. Was ist drin? Da war ja nichts drin. Ich fürchte aber, lange schaffe ich es heute nicht zu streamen. Ne, ist auch nicht. Wir sind auch jetzt seit einer Stunde am Stream. Vor allem, weil ich noch ein paar Videos schneiden muss. Ach so, okay. Ja, wenn du möchtest, kann man nachher. Den ersten Boss haben wir ja immerhin schon geschafft. Ja. Sollen wir dann hier Schluss machen? Oder? Ja, können wir machen. Okay, Moment. So, liebe Leute. Das war Terraria mit Moonsturm LP. schön, dass ihr da reingeschaut habt. Besucht mal Moonsturm. In der Videobeschreibung ist sein Link. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann.